Willkommen zurück zu Nummerlon. Diesmal habe ich mich hier gleich eingeloggt, da wir hier noch diese Schmiedarbeit machen wollten und die dauert 5 Minuten. Das wollte ich jetzt nicht alles auf Band aufnehmen. Heute sind sogar mal 4 Spiele online, aber ich bin heute auch ein bisschen später dran. Ja, hier wird sogar mal gesprochen und hier hat sich irgendeine rote Zahl markiert. Ich nehme an, das wird ein anderer Spieler sein. Und ja, jetzt warten wir noch, bis der Schmied hier fertig ist. Zur Erinnerung, du hältst das Stück Metall mit der Zange fest. Gordil bearbeitet es gleichmäßig mit dem Hammer, sodass es langsam, aber sicher die Form einer Klinge annimmt. Du musst das Stück Metall noch eine Weile festhalten, bis er fertig ist. Ja, so helfe ich also den Schmied. Also wie man sieht, schon so Quests im Stile von WoW. Bloß allerdings natürlich mit dem Unterschied, dass man hier nicht diese Grafik hat, die aber auch definitiv nicht gewollt ist. Das ist hier ganz klar was für den Kopf. Jetzt schauen wir mal, wir haben schon ein paar Erfahrungspunkte noch, Lebenspunkte haben wir auch noch. 12 Münzen. Muss jetzt hier bloß alles wieder mal ein bisschen durchchecken, weil, jetzt sind wir gleich fertig. So, mal schauen. Es war gar nicht so einfach, das Metallstück die ganze Zeit ruhig zu halten. Nach einiger Zeit jedoch ist daraus eine kurze Klinge entstanden. Sehr gut gemacht, lobt dich Gordil. Das ist die Klinge für ein kleines Messer. So, ich möchte dich für deine Mithilfe belohnen. Schau mal da hinten, da liegen jede Menge Taschen herum. Die Leute bringen mir ihnen Dinge fürs Schmieden. Mit mir ihnen, mit ihnen, ah. Fast. Die Leute bringen mir in ihnen die Dinge fürs Schmieden. Du kannst dir eine davon mitnehmen. Du hältst eine kleine Umhängetasche. Ja, danke dir. Okay, eine Tasche. Ich danke dir für den Besuch. Du bist immer willkommen. Damit wendet sich Gordil wieder dem Schmieden zu. So, jetzt gucken wir mal Tasche. Nochmal eine Idee. Vielleicht muss ich aktualisieren. Jetzt schauen wir mal, was da hinten los ist. Ich finde aber die Tasche nicht. Wo ist sie denn? Ah, da oben. Das war's. Taschen zu. Taschen ermöglichen es dir, mehr Dinge auf einmal zu tragen und deine Inventarkapazität zu erhöhen. Klicke auf einer der Taschen, um sie anzusehen. Du kannst momentan insgesamt bis zu 50 Gegenstände mit dir führen. Ah ja, das Taschensystem, das kennt man auch aus WoW. Auch sehr cool gemacht. Das ist natürlich die Person hier weg. Oh, Helgör. Helgör. Helgor. Helgor. Ein Bettler. Der alte Mann ist in Lumpen gekleidet, hockt mit krummen Rücken und leise wimmert auf dem Boden. Okay. Ignorieren und weitergehen. Zittrig streckt der Alte dir bittend die Hand entgegen und krächzt. Eine milde Gabe für einen armen, mittellosen Großvater verstorbener Kinder und Enkel? Ja. Frag mich, was er gemacht hat. Hat sein ganzes Geld verzockt oder wie? Und die Kinder hatten nichts zum Essen. Selber arm, einen schönen Tag noch. Aber natürlich, ich schaue kurz, was ich entbehren kann. Ja, ich bin ein Samariter. Helgo sitzt erwartungsvoll da. Ah ja, okay. Ist das geben oder das? Nehmen wir mal das. Ich glaube, das andere. Wem willst du? Helgo. Ah ja, cool gemacht. Gib mir ihm mal eine Silbermünze. Mehr kann ich nicht ausgeben. Vorsicht und dankbar stammelt, nimmt Helgor deine Gabe entgegen. Danke, edler Herr, danke. Dank dir bekomme ich heute endlich wieder etwas in den Magen. Quest gelöst, du hast einen Erfahrungspunkt. Oh, cool, dafür kriegt man Erfahrungspunkte. Ich will jetzt nicht wissen, was mit der Familie passiert ist. Das ist mir zu heftig. Das finde ich zu traurig. Wir schauen jetzt mal, die Ratsburg betreten. Was ist das denn? Oh. Hier ist jemand rumgelaufen. Freches Ding. Den Tempel will ich mir jetzt noch nicht von innen anschauen. Ich will mir noch ein bisschen mehr die Map angucken. Was ich auch noch machen muss, ist hier ein Profil erarbeiten. Dazu habe ich mir auch schon ein Bild rausgesucht, aber das sieht man das nächste Mal. Kann ich den töten? Angriffsstärke 6. Ich habe 2 Verteidigungen. Der würde mir 4 Schaden machen. Ich glaube nicht. Ich glaube noch nicht. Das ist noch zu heftig. Der hat 7. Oh, hier ist aber nicht gerade 4 aufgeteilt. Ich will auch mal ein vielstimmiges Vogelgezwitscher erfüllt die Luft.
Okay, jetzt bin ich hier so ein bisschen im Waldeck, da wollte ich eigentlich gar nicht lang. In den Wald, ist so dunkel hier, ist das Hexenhaus. Oh, da unten ist eine Mühle. Gucken wir uns gleich an. Jetzt schauen wir mal, was hier ist. Waldschenke. Aus der Hütte kannst du Gelächter und Stimmen sowie gelegentlichen Gesang hören. Ein Schild weist dies als die alte Waldschenke aus, als die Waldschenke aus. Waldschenke betreten. Na, schauen wir halt mal. Julius, der Wirt. Ah, jetzt ist man drinnen, oder? Ah, das ist schön gemacht. Das ist ja. Das erinnert mich jetzt so ein bisschen an so ältere Rollenspiele. Ja, wenn man halt am Feuer im Wald irgendwo. Es ist ein bisschen seltsam, dass es jetzt so dunkel ist, weil draußen ist ja der Tag. Gibt's eigentlich ein Tag- und Nachtsystem? Das wäre noch cool. Ich weiß nicht, ich habe nachts noch nicht mich eingeloggt. Vielleicht kann man nachts hier alles dunkel erkennen. Müsste ich mal ausprobieren. Können wir ja mal eine Nachtfolge machen. Ich bin ja auch eigentlich hauptsächlich immer so unterm Tag da. Falkar, Wassergeist. Ein Wassergeist mittleren Alters, der am Ufer des Sees sitzt, und Gedanken verloren in Richtung Wasser schaut. Ja, der interessiert mich jetzt nicht. Ey, das ist schön. Hier so richtig schön. Also, da kann man sich. Ich kann mir da schon so im Kopf kann ich mir da schon unglaublich viele Rollenspielsituationen vorstellen, was man tun könnte und also es bietet sich sehr viel an, vor allem wenn man textbasierend Rollenspiel macht, dann steht man da eben auf einer Stelle und kann im Endeffekt ja jedes Feld nutzen. Baumwurzeln halten das Erdreich am Ufer fest. Ist da immer noch so eine kleine Info? Da jetzt nicht. Da haben wir wieder so ein Pavillon, da waren wir vorhin schon mal an einem. Das hat noch irgendeine Bedeutung, glaube ich. Aber ich habe die Frage nicht gestellt. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, wer das von mir wissen wollte. Ob ich das weiß. Wo ich mehr fragen kann. Oh, ein Rotkrebs. Angriffsstärke 4, Verteidigungsstärke 3. Da können wir glatt mal einen Schlag ausprobieren. Okay, einen Schlag habe ich überlebt. Einen zweiten auch noch. Komm, jetzt stirb schon. Nein. Mist. Der totale Mangel. So gut wie Game Over. Wenn ich jetzt nicht irgendwie einen Trank finde oder sowas, jetzt muss ich mal wieder zurück zum Dorf. Was wage ich mich auch so weit raus? Die Flügel hätten mich eigentlich schon warnen sollen, dass es hier nicht so wirklich weitergeht für mich. Gehen wir mal zurück zum Dorf, da war so ein Kristall. Damit könnte ich mich heilen und könnte ich wieder herlaufen und dem Krebs den Rest geben. Vielleicht schaffe ich ihn dann. Na komm schon. Also das mit der Zeit nervt mich ein bisschen. Da könnte man schon irgendwie, ja, ein bisschen schneller. Ich meine, gut, das soll wahrscheinlich auch die Reiseschritte ein bisschen simulieren. Aber 5 Sekunden ist dann doch ziemlich viel, wenn man mal bedenkt, wenn man da 10 Felder abgeht, hat man 50 Sekunden zusammen. Das Warten stört natürlich ein bisschen noch dazu. Gemäßigte Zone, Wolken ziehen auf und verdecken die Sonnen stellenweise. Ah ja, bewölkt, dann wird es wahrscheinlich gleich regnen. Jetzt bin ich so weit gelaufen, jetzt laufe ich zurück, heile mich, dann laufe ich wieder hin und dann kann ich wieder zurücklaufen und mich heilen. Ja. Ich muss das erst ein bisschen herausfinden, wo hier die kleinen Monster sind, die uns erstmal passender zugeschnitten sind. Hier die Waldeule zum Beispiel. Ah nee, die hat Angriffsstärke 7. Oh. Will mich mit einem Schlag totboxen. So, hier so Eichhörnchen zum Beispiel. Da, jetzt kann ich den Kristall hier benutzen. Dann heile ich mich mal. So, wieder 30 Sekunden warten. Ja, das ist das. Also das Spiel bietet auf jeden Fall unglaublich viel Spielwiese. Am Abend ist hier noch ein bisschen mehr los. Da war ich, ich bin wie gesagt immer ein bisschen Vormittagssonne, jetzt bin ich mal Nachmittagssonne. Fast wäre diese Folge nicht zustande gekommen, weil der Server auch noch umgezogen ist. Er war das ganze Wochenende down. Eichhörnchen, ein kleines Eichhörnchen, das immer zu auf der Suche nach Nüssen ist. Manchmal hält es eine Haselnuss in den Pfoten, knabbert daran. Oh, süß. Ladevorgang läuft. Ach so, ja, die Leben werden wieder aufgefüllt. Jetzt soll ich mir doch, was ist jetzt denn los? So, ich gucke mir mal das Eichhörnchen größer an. Geht das? Oh, wie putzig.
Das sind so richtig schöne Bilder dazu. Man kann natürlich auch hier alles größer machen, aber dann hat man hier das Problem. Ja, obwohl, man könnte auch so spielen. Dann hat man hier ein bisschen mehr Überblick. Ja, die Eule brauche ich noch nicht versuchen. Habe ich das Eichhörnchen jetzt getötet? Töten wir doch das Eichhörnchen, wenn es schon da ist. Ist sogar sofort tot. Oh, cool. Haselnüsse. Ein paar Haselnüsse von einem Haselnussbaum. Yeah, Lebenspunkte plus 2. Das ist gut. Das ist ein kleiner Vorrat. Bräuchte man jetzt noch mehr Eichhörnchen und könnten wir uns auch heilen. Wobei 2 Lebenspunkte wirklich nicht sonderlich viel sind, aber das kann schon ein neues Eichhörnchen sein, das wir damit töten. Und somit Nüsse bekommen. So ein bisschen größer gefällt mir das auch sehr gut. Wobei es halt hier eben diesen Rand abschneidet. Da müsste man vielleicht noch irgendwie dran arbeiten, dass sich das dann so ein bisschen hochsetzt. Aber ich weiß nicht, ob das mit der Engine so geht, mit den Funktionen. Oh, das ist aber ein hartes Vieh. 276. Verteidigungsstärke 65. Gewaltiger Horant. Ein riesiges Wesen, das wie ein gigantischer Baum aussieht. Komm ihm lieber nicht zu nahe. Bereits seine Füße sind so groß genug, um dich einfach zu zertreten. Das ist was für die späteren Folgen, wenn ich mal wieder meinen Baumrassismus ausleben will. Da ist noch einer. Oh, oi, oi, oi. Also hier bin ich anscheinend nicht im richtigen Gebiet für mich. Bisschen kleiner machen. Was jetzt da? Jetzt das sieht auch schön aus. Ja, wir reisen. Da waren wir schon. Hier. Da sieht man auch die Spuren. Schauen wir mal. Wo war denn der Crab, der Mr. Krabs? Oh, Geria. Verteidigungsstärke 2, aber er hat unglaublich viel Angriff, das ist mir so riskant. Kann man auch Lebenspunkte hören? Sicherlich irgendwie. Mit diesem Attributensystem. Da muss ich aber mich erstmal ein bisschen durchschlau lesen. Schlau machen, schlaubi-schlauf. So. Oh, jetzt sehe ich da unten das Menü nicht mehr richtig. Das ist natürlich blöd. Schade, dass man die Karte nicht einzeln irgendwie so ein bisschen vergrößern kann. So ein bisschen geht ja, aber dann sieht man wieder, naja. Wie gesagt, ich finde das System noch nicht so ganz passend von der Größe her. Da könnte man definitiv noch ein bisschen größer dran machen. Zum Beispiel hier so, ja, so. Aber dann ist das Menü wahrscheinlich wieder ein bisschen abgeschnittener. Naja, es ist ja alles noch in der Alpha-Phase, Beta-Phase. Dieses kleine Wesen wäscht alles, was es findet, bevor es es isst. Wenn Pachytex besitzt starke Zähne, flüchtet aber eher vor einem Kampf. Ah, die können auch fliehen. Okay. Ist aber auch eh nicht meine Kragenweite. Ja. Die Reise zum Krebs zurück. Oder war das ein Hummer? Ich weiß es nicht genau. Sehen wir gleich mal. Na komm. Hier war er. Der Rotkrebs, genau. Also Mr. Krabs auf Wiedersehen. Wobei ich nicht weiß, wie viel Leben der hat am Ende. Dauert das noch etwas länger. Okay, das ist schon sehr knapp. Einen Schlag kann ich noch ausführen und muss mich heilen. Ich habe noch Nüsse. Haselnüsse. Also es ist tatsächlich so, wie ich gesagt habe. Laufe ich hin. Schlage ein paar Mal und kann wieder zurücklaufen und mich heilen. Was? Er ist immer noch am Leben. Ach du Scheiße. Das ist fies. Das ist fies. Jetzt habe ich alles verbraucht. Verdammter Mist. Jetzt gehen wir mal zur Brücke da. Die Brücke sieht alt aus, aber sehr stabil. Oh, die Brücke sieht alt, aber sehr stabil aus. Karr. Karr. Ich bin der Kra. Hallo, mein Name ist Kra. Hallo, Karr. Karr, Kra, Kra. Okay, ein Wächter. Und ein kräftig gebauter Krieger, der auf der Mitte der Brücke steht und den Blick auf das Festland gerichtet hat. Begrüßen. Hallo Karl, ich bin's, Kra. Tag, kann ich dir helfen? Was machst du hier? Ich kam nur zufällig vorbei. Schönen Tag noch. Was machst du hier? Ich bin der Wächter der Westinsel, der Heimat der Menschen. Ich bewache sie vor gefährlichen Monstern. Außerdem dürfen, wie du vielleicht weißt, nur Menschen und ihre Freunde die Westinsel betreten. Es ist schließlich ihre Heimat. Okay, das war alles. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Den wünsche ich dir auch. Auf Wiedersehen. Du darfst die Brücke nicht weiter passieren.
Dakar dich nicht vorbeilässt. Och komm, wollen wir doch so ähnliche Namen haben, Mensch. Ja, da kann ich anscheinend nicht vorbei, da dürfen nur Menschen hin. Schade, die Brücke hat mir jetzt gefallen. Ich habe mir jetzt gedacht, das wird der Reißer für diese Folge. Sackgasse. Okay, dann muss ich tatsächlich zurück zum Dorf. Aber ich habe ein paar Silbermünzen geschnappt bei dem Eichhörnchen. Vielleicht reicht das, um mich zu heilen. Da war doch auch noch irgendwo einer gestanden. Vielleicht verkauft er was. Das wäre natürlich ideal. Wo war denn der? In der Mühle, glaube ich, war einer. Hat schon so ausgesehen, als wenn der mir ein bisschen Brot verkaufen könnte. Gucken wir mal einfach. Also am Anfang ist es sehr, sehr schwierig, sich hochzuarbeiten. Aber ist natürlich normal. Also es ist aber, ja, im Vergleich, woanders geht es halt schneller, aber es soll ja auch nicht irgendwie wahrscheinlich den Kampf so hervorheben, sondern einfach auch dieses Fantasy-reiche. So, jetzt schauen wir mal, Wassergeist unterhalten, hat der was? Ah ja, tatsächlich. Walker sitzt am Ufer, betrachtet die in ständig Bewegung gefangenen Wellen. Gelegentlich huscht mit dem Blitzen eines Sonnenstrahls auf der tanzenden Oberfläche des Sees ein Lächeln über sein Gesicht. Erst allmählich wird er deine Anwesenheit gewahr und wendet seine Aufmerksamkeit dir zu. Mit einem ernsten Nicken erwidert er deinen Gruß. Willkommen, Freund. Was bringt dich hierher? Ja, kaufen. Oh, der hat einiges. Aber er hat, glaube ich, keine Heiltränke, so wie es aussieht. Und nichts, was ich mir leisten kann. Nein! Aber doch gerne, Freund. Komm mit herein, dann zeige ich dir, was ich habe. Ja, sag mal, du bist ja in der Mühle. Hättest du nicht vielleicht wenigstens ein bisschen Brot? Ja, wenn wir wieder beim Thema Backen sind, das verfolgt mich, das Thema. Da hätte ich doch das letzte Mal dann eher Brot gebackt. Vielleicht würde ich dann jetzt schon weiter sein. Brot ohne Rezept backen oder so. Irgendwie war es so. Nun gut. Dann gehen wir eben zum Kristall zurück. Dann heilen wir uns eben da. Mag natürlich etwas nervig sein, dass ich jetzt so hin und her gelaufen bin. Aber dieser Krebs, der hat es mir jetzt natürlich angetan, will ich jetzt töten. Ah, der hat. Das kann ich gar nicht, wenn ich so Viecher sehe. Und das ist ganz schlimm in solchen Spielen, wenn ich Viecher sehe, die vor allem viele Lebenspunkte haben, aber kleine Stiege Schritt für Schritt auch klein gemacht werden können. Das war bei WoW oft der Fall. Dann stelle ich mich auch gerne mal in so ein Eck und tu die dann so ganz lamslang abfarmen. Und da kann das schon mal, also bei WoW habe ich, glaube ich, mal ein Viech bestimmt stundenlang bekämpft, aus einer Stelle, aus einer Position, wo er mich nicht erreichen konnte, nur um den zu töten, was natürlich im Endeffekt nicht viel bringt. Was? Warum geht das nicht? Was? Ich kann das erst in 6 Minuten. Nö, oder? Dann bin ich ja 6 Minuten völlig außer Gefecht. Was soll ich denn tun? Da hinten war noch mal irgendwo einer beim Angelplatz. Da gehen wir jetzt hin. Zur Not muss ich meine Himmelswolken verkaufen. Kann die eigentlich irgendwo einsetzen, irgendwie benutzen? Nee, hatte ich schon nachgeschaut. Kornfelder. Jagdfalke. Ich weiß gar nicht, ob die Viecher mich auch angreifen können. Boden sind überall Löcher zu sehen. Sie stammeln sicher von kleinen Nagern. Okay. Okay, im Osten ist ein großes Getreidefeld zu sehen. Okay. Oh, ein Bündel Getreide ernten. 1 Minute. Was? Du bist noch nicht stark genug, um Getreide zu ernten. Sammle noch 2 Stärkepunkte. Ich bin Game Over. Ich kann mich nur noch mit dem Kristall heilen. Ich habe jetzt gedacht, ja, hier, Getreide ernten und dann ab zur Bäckerei ein bisschen Brot backen, aber ich bin sogar zu schwach zum Brot backen. Kopflose Vogelscheuche, An dieser Vogelscheuche gibt es nichts auszusetzen. Farbenfrohe, zerrissene Kleidung zur Abschreckung von Hamstern und anderen Feldbewohnern. Das einzig Störende ist der Kopf. Er fehlt. Gruselig. Okay. Ja, hier halt ein typisches Getreidefeld. Also man sieht auch schon, dass man so ein bisschen Farming-Elemente hat. Vielleicht nicht ganz so plump wie in Farmville. Aber ja, man arbeitet sich hier halt dann durch quasi. Das sieht schon mal ganz interessant aus. Finde ich sehr interessant, dass man sowas tun kann. Ich bin mir sicher, da gibt's, also Angeln haben wir jetzt gesehen. Farmen, Backen.
Ja, und Monster Kill natürlich auch. Und da waren noch so Honigkrüge hier irgendwo. Also man kann einiges machen. Bin mal gespannt, wie viel man noch machen kann. Ob das sich auf das beschränkt. Ich weiß ja nicht, wie groß die Map ist. Wird bestimmt interessant. So. Schauen wir mal. Grüne Grashalme wiegen sich im Wind. Sehr schön. Wo war denn der See? Da war doch irgendwo ein See, dachte ich. Nicht wieder hier. Nie. Eine große Wildkatze, ja genau. Da bin ich jetzt. Ah, da unten ist der Kristall. Da suche. Den suche ich ja. So. Es wird jetzt natürlich schwierig und sehr aufreibend, wenn ich dann jetzt zurück zum roten Krebs laufe. Und den will ich noch killen. Was? Oh, hier muss ich auch warten. Na toll. Wunderbar. Ja. Fail. Dann können wir jetzt gar nichts mehr machen. Oder ich verkaufe diese. So, dann habe ich 18 Silber. Ah ja, ich habe ja nichts gekauft bei dem Händler. Oh, das hätte mir jetzt aber auch früher einfallen können. Hätte ich im Dorf Tränke kaufen können. Beziehungsweise was zum Heilen. Schauen wir mal hier, ob die was hat. Irgendjemand muss doch was zum Heilen haben. Kann ja wohl nicht angehen. Ja, der im Dorf. Da bin ich auch vorbeigelaufen. Wollte lieber den Kristall hier, weil er ist kostenlos. Ich habe so das eine oder andere anzubieten, wenn du Interesse hast, verkaufen. Schau mal, was er hat. Nur Blumen. Nee, ein Papierdolch. Was ist denn das? Für Windnomaden. Ich bin noch ein Windnomade oder sowas in der Art. Himmelsreif, Windsänger, Windsiedler. Dornenumhang. Kostet 90. Den könnte ich mir als nächstes holen. Aber hier ist nichts zum Heilen. Obwohl, Bier. Plus 5, das ist cool. Ein frisches Bier, das aus Blütenblättern gewonnen wird. Blütenbier? Okay, kaufen. Also. Okay. Ich habe Blütenbier. Immerhin. Also es ist. Macht 5 Heilungen. Jetzt habe ich aber kein Geld mehr. Aber 5 ist ziemlich wenig. Reicht's für einen Krebs? Okay. Wir werden uns jetzt erstmal ein ansaufen und dann werde ich den Krebs endgültig töten. Das wird jetzt noch das Motto dieser Folge. Ein Antrinken und Krebs töten. Ohne Maus. Ach. Ich will die nicht töten. Dann habe ich ja keine Liebe mehr für den. Ja. Hätte ich aber vielleicht wieder ein bisschen Geld. Okay. Wohlbekommst, wir trinken ein Blütenbier. Schwupp. Bis zu 5 Lebenspunkte, sonst passiert nichts. Jetzt habe ich eigentlich gedacht, dass ich alles schwummrig sehe. Aber dem ist nicht so. Was? Die hat auch mehr Leben? Kann ja nicht wahr sein. Ich hoffe nicht zu viel. Ah, jetzt ist sie tot. Jetzt habe ich an den Erfahrungspunkten sehe ich das. So, zwei Silbermünzen. Dafür habe ich mein gutes Blütenbier verschwendet. Nein! Oh Gott, das wird niemals was. Der Krebs hat bestimmt noch 10 Leben oder so. Das Gras hier ist besonders zell und verströmt einen angenehmen frischen Geruch. Aha. Nee, hier kämpfen Kornfeld und Wiese um die Vorherrschaft. Oh, das finde ich mal interessant. Sehr schön beschrieben. Darauf muss man erstmal kommen. Denn, das wissen nur sehr wenige. Bäume, Wiesen und Felder kämpfen gegeneinander. Zwischen den beiden Feldern wendet sich ein schmaler, von Mohnblumen und Gräsern gesäumter Pfad entlang. Er führt vermutlich zu den Gebäuden, die du in der Ferne siehst. Es ist nämlich so, dass die Wiese gegen Bäume kämpft und genauso andersrum. Und deswegen ist es auch immer so abgeschnitten überall. Das ist nicht wegen den Förstern oder so der Fall, sondern tatsächlich tun sich gegenseitig diese Pflanzen aufhalten und kämpfen gegeneinander um den Lebensraum. Und würde man jetzt zum Beispiel weniger Bäume haben, die Bäume sind momentan mehr oder minder in der Überzahl, weil sie einfach größer sind und massiver und schwieriger für die Gräser
die Bäume zu töten, also ihren Baumrassismus auszuüben. Und würde es weniger Bäume geben und würde der Mensch auch nicht sich so einmischen, dann hätten wir unglaublich viele bambusartige Bäume. Also die würden dann größer werden und größer und größer und ja, so eine Art Evolution durchführen. Bloß dafür haben sie zu wenig Lebensraum. Also, das ist schon ganz interessant, dieser Text, der da gerade stand. Finde ich cool. Kann ich jetzt vielleicht schon heilen? Weil ich bin jetzt ziemlich lange unterwegs. Ja, ich könnte. Das mache ich noch schnell. Und dann holen wir uns den Krebs. Ich habe zwar noch 4 Lebenspunkte. Kann ich die hier irgendwo verbrauchen? War hier nicht noch irgendwo so eine Maus gestanden? Dann mache ich das noch. Dann will ich jetzt noch den Krebs töten. Jetzt habe ich mich extra angesoffen und bis hierher gewagt. Irgendwo war doch noch eine Maus, dachte ich. Ich glaube hier unten, oder? Komm hier eins runter. Nee, das ist auch so ein Vogel. Weiß nicht mehr, wo die war. Gut, dann heilen wir uns jetzt voll aus. Ist ja wurscht. Der Krebs wird nicht mehr so viel haben. Das sind dann insgesamt 3 Schläge, die wir den reinboxen können. Irgendwie muss er ja dann mal fallen. Außer der hat wirklich noch 10 Lebenspunkte. Das wäre natürlich sehr blöd. Du lässt dich gerade vom Kristall heilen. Naja, das ist auch interessant. Da kann man sich jetzt vorstellen, wie das aussieht. Kann man sich drauflegen oder die Energie fluktuiert in den Körper. Das ist halt das Schöne in solchen Spielen. Das fand ich auch in alten Super Nintendo-Spielen einfach schöner, weil halt viel, viel Fantasie übrig bleibt. Und nicht alles vorgegeben wird mit Grafik, was passiert. Wobei ich auch sehr gerne natürlich Spiele mit Grafik spiele. Ich habe jetzt momentan bisschen Retro-Zeug angelegt, fast schon. Spiele ich dann Elder Scrolls, Oblivion spiele ich momentan. Ist eigentlich schon ein bisschen älter, aber ich zocke immer gerne die Sachen etwas später, wenn sie nicht mehr so teuer sind. Ich habe keinen Geldscheißer, dass ich 70 Euro für ein Spiel ausgebe. Das ist viel zu teuer. So, den könnte ich jetzt auch an. Nein, wir bleiben jetzt auf Kurs. Wir müssen jetzt den Mr. Krabs töten. Tötet Mr. Krabs. Das ist das oberste Ziel. Ich will gar nicht wissen, wie wenig der mir am Ende gibt. Wahrscheinlich nur einen Erfahrungspunkt und 2 Silbermünzen. Das wäre sehr bedauerlich, aber den Kampf habe ich angefangen und ich muss ihn. Malgovis stößt einen Schrei aus, habt ihr das gesehen? Huah, gruselig, schnell weg hier. Dass das Wasser nicht irgendwie noch so einen negativen Einfluss auf einen hat, dass man langsam ist oder sowas, das wäre auch interessant. Aber jetzt schauen wir mal. Gleich sind wir da. Die offene Wasserfläche liegt auch bei Wind oft spiegelglatt da. Oh, okay, bei Wind. Das ist wie dieses Partitext. Das sieht irgendwie so aus, als wenn es dann aufgehängt wurde. Das beißt sich da gerade in den Fuß. Das hat toll gut. Schaut mal. Machen wir mal groß. Das ist einfach nur ein Waschbär. Aber da schaut, der beißt sich in den Fuß. Ach, süß. Das ist echt süß. Also wer süße Rollenspiele mag, der ist hier gut aufgehoben. Und trotzdem auch atmosphärisch. Also es ist nicht nur süß, es ist auch gleichzeitig, ja, atmosphärisch. Das Grün des Waldes spiegelt sich im See. So, jetzt sind wir gleich da. Jetzt gibt's auf die Backe. Oh, ist schon ewig her, dass ich hier war. Muss ich mal auf die Zeit achten. Jetzt ist dann Schluss. Aber den da hier, den schnappen wir uns noch. Immer noch nicht. Das gibt's ja gar nicht. Immer noch nicht. Oh nein. Es bleibt noch ein Schlag. Nein. Er lebt noch. Das kann doch nicht wahr sein. Wie viel Leben hat denn der Blödmann? Ein länglicher Ritterkrebs, dessen übergroßes Hirn ziemlich fest zupacken können. Er lebt interessanterweise an Land, wobei er Strände jedoch eindeutig bevorzugt, wegen der Nähe zum Meer. Oh. Der wird von der Seite gelacht. Oh, Spieler 5 online, wunderbar. Jetzt habe ich diesen blöden Krebs nicht töten können. Na, wunderbar. Na gut, dann werde ich jetzt zurück zum Kristall gehen. Ja, und dann wird mir jetzt bestimmt jemand, während ich nicht spiele, weil ich tue das ja nur einmal die Woche ansetzen, wird mir bestimmt jemand den Krebs wegtöten. Ich glaube, da sollte ich eine Daily-Folge draus machen. Da muss ich aber auch erst anfragen, ob ich das darf. Ich habe erst erstmal so einen 10er-Block angekündigt, dass ich hier Let's Playen werde. Das wird anscheinend doch ein bisschen mehr brauchen.
Das ist ein sehr langwieriges Spiel. Angriffsstärke 3. Wie viel Schaden macht der mir? 3, dann macht er mir. Nee, dann macht er mir genau 2 mit Verteidigung. Nee, dann macht er mir 1. Könnte ich das riskieren? Ich riskiere es. Auch den kleinen, schwächlichen Donnerkäfer ohne Verteidigungsstärke schaffe ich nicht. Aber ich habe schon 14 Erfahrungspunkte, also es kann ja nur besser werden. Dann, wenn sich das dann steigert. Jetzt schauen wir mal ganz kurz auf die Attribute. Wollte ich schon sowieso mal gucken. Da kann ich was verbessern. Ich habe 2 Attributspunkte. Das wäre vielleicht mal ein Ding. Wie war das? Du bist Windschüler, deine Kampfwerte ergeben sich da folgendermaßen. Ich brauche, um Angriffsstärke zu verstärken, aber Verteidigungsstärke wäre vielleicht erstmal besser, dass ich mehr Schläge einpacken kann. Lebenspunkt. Ah, deine Lebenspunkte entsprechen deiner aufgrund Ausdauer. Ausdauer, Ausdauer aufgerundet. Ah ja, okay, wenn ich jetzt Ausdauer erhöhe, kann ich gar nicht. Da brauche ich 16 Punkte. Okay, alles klar. Oder? Ist das richtig zu verstehen? Nee, Kosten 17 und ich habe 2. Okay, das braucht einiges. Also ich könnte jetzt hier alles machen, außer das. Dann schauen wir mal Angriff, Verteidigungsstärke, denke ich, ist das Beste erstmal. Dann verliere ich nämlich nicht mehr so viel Leben. Zum Verteidigen benötigst du Geschick. Verteidigungsstärke ist Geschick geteilt durch 2. Geschick 1. Kosten 2. Ist jetzt nicht wahr. Ich habe Geschick 1. Oder? Ja, ich habe Geschick 1. Wenn ich jetzt für 2 Punkte das kaufe, habe ich Geschick 2 und dann wird das noch durch 2 geteilt und dann bin ich wieder bei 1. Na, wunderbar. Da braucht man ja erst ein paar Runden. Okay, dann machen wir erstmal Stärke. Werte erhöhen. Machen wir, du bist dir sicher, ist unumkehrbar. Oh. Ja, mach mal. Ach so, und jetzt ist das, oh, das kann ja nicht wahr sein. Und Intelligenz und Konzentration bringt mir nicht wirklich was, wie es aussieht. Im Moment. Gut, dann werden wir das erstmal lassen. Lassen wir den einen Erfahrungspunkt und kehren zurück zum Lager. Ja. Gut, das war's dann für heute. Das nächste Mal gibt's Krebsragout. Aber nicht aus der Tube, sondern frisch. Den will ich jetzt noch fertig machen, verdammt. Ich muss das doch jetzt noch schaffen. Ich verkaufe jetzt mein Hab und Gut. Mein Himmelswolke. Und dann gehe ich nochmal hin. Ich kann das nicht sein lassen. Ich muss den jetzt noch töten. Wird ein bisschen extra Time geben, aber den schnappen wir uns jetzt noch. Da die Teichgans, die hätte ich angreifen sollen. Die wäre schön nah am Kristall, aber der Kristall ist wahrscheinlich auch noch nicht wieder aufgeladen. Noch 8 Minuten, das ist viel zu lang. Gut, dann verkaufen wir jetzt eine Himmelswolke und schauen, dass wir uns eine Heilung leisten können. Dann gehen wir wieder hin und schnappen uns den Krebs. Ich will den jetzt schnappen. Das muss jetzt sein. Der ist dran, der ist fällig, der muss. Ich will nicht das nächste Mal den Krebs anschauen, wie er dann wieder voll geheilt ist, weil ihn irgendjemand getötet hat oder sich selber heilen konnte. Ich muss den jetzt, ich muss gucken. Nein, ich will deine teure Karte nicht. Trank kostet 16, ich habe 4. Dann verkaufe ich mal Himmelswolke 4. Das reicht nicht. Ich müsste beide verkaufen. Oh. Was ist denn das überhaupt? Komm weg damit. Ich kann es nicht. Ich muss jetzt den Krebs töten. Ist mir völlig wurscht. Ich weiß für, zwar nicht, für was die Himmelswolken gut waren, aber wahrscheinlich komme ich jetzt nie wieder zurück zum Wolkenland. Nein, ich will keine Karte. Ich möchte etwas kaufen. Nein, danke. Ich will einen Trank. So, hier, Trank. Jetzt habe ich wieder 4 Silbermünzen übrig. Ist mir egal. Ich muss jetzt halt zurück zum Krebs. Jetzt ganz schnell. Das muss jetzt sein. Ich muss es jetzt herausfordern. Ich muss es schaffen. Trank Heilung plus 8, sehr perfekt. So. Los, los! Tötet ihn. Ist ein bisschen schade, dass hier so. Hier kann ich Geld abheben und einzahlen. Ich zahle es mal ein. Die Silber müssen Turm mal ein bisschen sparen. So. Ich finde es ein bisschen blöd, dass das hier mit so Schwertern angezeigt wird. Es wäre schon cooler, wenn man dann auch so eine kleine Figur hätte, die man am besten noch selber gestalten kann. Also so ähnlich wie diese, ja gut, die Wespen, das Wespennest ist jetzt nicht das beste Beispiel, aber eben wie diese Leute, die hier rumstehen, dass man dann hier so eine kleine Figur in der Mitte hat. Das wäre cool. Das würde das Ganze noch ein bisschen hervorheben. So sieht das mal aus, als wenn hier so 2 umgeworfene Schwerter rumliegen.
Ja, der juckt uns nicht. Okay, jetzt Daumen drücken. Absolutes Daumen drücken, dass das jetzt klappt. Das nicht klappt, dann habe ich all meinen Haarpunktgut auch noch verschissen. Kann ich mich nur noch mit Kristall heilen und dann wird's langwierig. Aufhören wir den jetzt sowieso gleich. Aber wir werden uns noch um die letzte Sache hier kümmern. Wir müssen das durchziehen. Na, ganz schön was los hier. 5 Spiele online. Aber geredet wird nicht. Sind wahrscheinlich auch hier gerade wie ich am Jagen. Jetzt kommt bestimmt gleich einer hergejumpt und tötet mir den Krebs weg. Dann habe ich aber den ersten Erzfeind, da sage ich gleich. So, das Grün des Waldes spiegelt sich im See. So. Dann wollen wir mal. Da ist er. Wo ist er hin? War das ein Feld weiter? Wo ist er hin? Nee. Der ist jetzt nicht tot, oder? Ah nee, ja, das hat sich. Da habe ich ein bisschen zu hektisch reagiert. Okay. Trank trinken. So. Stirb! Nein! Stirb doch schon! Oh nein! Das ist der letzte Schlag, den ich ausführen kann. Yes! Yes! Besiegt Rotkrebs! Erhält 6 XP! Wow! Erreicht Stufe 3! Nimmt eine Silbermünze. Naja, gut, die Silbermünze hätte. Naja. Aber hey, ich hab ziemlich viel Erfahrung bekommen. 6 XP auf einmal. Das ist cool. Das hat sich gelohnt. Gut. Dann werden wir uns hier jetzt erstmal in den Fluss setzen und ein kleines Bad nehmen. Und dann lege ich mich da hier in diesen Pavillon und schlaf dann eine Runde. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Nomalon. Hatet mich dafür. Ciao.